bis einer weint. Die Fed hebt die Zinsen immer mehr an, die Börsen sind schon schwer beunruhigt und jetzt haben wir ja auch noch Bankenpleiten in den USA. Ist jetzt ein Punkt erreicht, wo die amerikanische Notenbank das dringend stoppen muss, weil das Risiko einfach zu hoch wird? Oder kann sie gar nicht anders, als die Zinsen noch mehr anzuheben, ohne Rücksicht auf Verluste? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Und erlöse uns von den Zinsen. Das tägliche Stoßgebet zurzeit bei den Hauskäufern, bei den Immobilienkonzernen, bei den Finanzministern, aber natürlich ganz besonders auch bei den Aktienanlegern. Wenn nur die Zinsen endlich aufhören würden zu steigen. Dabei ist es noch gar nicht lang her, dass es überhaupt keine Zinsen gegeben hat im Westen jahrelang. Das fand auch nicht jeder gut. Null Zins bedeutet schleichende Enteignung. Das waren die Schlagzeilen. Die Sparer werden enteignet durch die Geldpolitik der Notenbanken, denen das aber egal ist und die damit auch ihren Job nicht machen, sondern Geldentwertung betreiben in großem Stil. Und so war es ja auch. Nur jetzt machen sie das nicht mehr, in dem Maße zumindest nicht. Jetzt heben sie die Leitzinsen doch an. Vor allem die amerikanische Notenbank, die Fed, die ist da vorgeprescht. Und schauen wir uns jetzt die Schlagzeilen an. Da brauchen wir auch gar nicht weit gehen. Bleiben wir hier auf YouTube. Fed steigende Zinsen, Crash-Garantie. Die Fed schockt den Markt. Was jetzt? Diese dumme Fed macht alles kaputt. Wie konnte die Fed so blind sein mit Blick auf den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank? Übrigens ein sehr gutes Video. Das steckt hinter den Zinserhöhungen plus die größte Krise aller Zeiten. Die wollen uns fertig machen. Und hier mein persönlicher Favorit von 10x Trading, der Fed-Chef Jerome Powell. So kennt man ihn, die Ausgeburt der Hölle. Hervorragend gemacht, wie man da nachts noch schlafen soll, das ist ein Rätsel. Und heute Nacht schläft sowieso keiner, weil morgen erhebt er ja schon wieder seine Fratze. Morgen ist wieder Zinsentscheidung. Und Sie sehen aber auch gleich, also bei solchen Titeln hier und solchen Grafiken, da ist es schwer mitzuhalten. Und wenn ich mal meinen eigenen Titel hier heute so anschaue, fataler Fehler, Notenbank, der könnte glatt vom ZDF sein. Also, aber ich habe Ihnen ja auch versprochen, ich trage da jetzt nicht mehr so dick auf, wenn Sie das im Gegenzug dann auch würdigen mit Kanalabos. Da merke ich leider noch nicht so viel. Da könnte von Ihrer Seite auch schon was kommen noch. Ein Kanalabo ist ganz einfach, aber für mich enorm hilfreich. Und wenn Sie auf die Glocke drücken, dann sehen Sie eben auch immer, wenn neue Videos da sind von mir. Vielen Dank schon mal dafür. Jawohl, die Zinsangst, sie hat uns fest im Griff, allerdings mal mehr, mal weniger. Das ist der Dow Jones Index seit Anfang 2021. Der Chart ist von TradingView. Ab 2021 ist die Inflation stark gestiegen. Trotzdem, der Dow ist erstmal mitgestiegen und hat Anfang 2022 nochmal ein neues Allzeithoch erreicht sogar. Obwohl wir damals schon Daten gehabt haben vom November mit einer Verbraucherpreisinflation von 6,8% in den USA. Vor dem Ukraine-Krieg wohlgemerkt. Die Inflation an sich ist also anscheinend überhaupt kein Problem. Das Problem hat man nur dann, wenn die Notenbank drauf reagieren könnte. Und dass sie das tut, den Eindruck hat man dann letztes Jahr gehabt. Aber seit Oktober dann eben auch wieder nochmal eine starke Erholungsrallye, dann durch die Hoffnung, dass das Hoch beim Zins schon bald erreicht sein könnte. Und jetzt scheint es aber wieder zu kippen, weil jetzt sieht man, jetzt geht auch langsam was kaputt.
Vier Bankenpleiten in den USA innerhalb von wenigen Tagen und in Europa die Credit Suisse-Krise. Sehr, sehr bedenklich, sodass wir sagen können, das positive Szenario, das viele noch gehabt haben die letzten Monate, das ist jetzt doch hinüber. Also ein positives Szenario dahingehend, dass die Inflation eben zurückgeht ohne großen Schaden und für die Wirtschaft auch eine sanfte Landung. Und die einzige Hoffnung im Moment ist, dass die Fed das wenigstens jetzt auch so sieht, dass die Schmerzgrenze jetzt erreicht ist eben bei den Zinsen, dass man das System jetzt auf gar keinen Fall noch mehr unter Druck setzen darf. Das Problem ist aber, die Inflation ist ja auch noch nicht weg. Sie hat sich jetzt nochmal verringert im Februar auf 6,0%. Das Inflationsziel ist aber bei 2%. Das ist noch ein weiter Weg. Und außerdem, Jerome Powell hat ja genau das vor 2 Wochen auch erst nochmal gesagt. Das heißt, wenn er jetzt einknickt, dann freuen sich zwar wahrscheinlich die Börsen, aber als entschlossener Inflationsbekämpfer ist er dann nicht mehr glaubwürdig. Viele sagen jetzt, vergesst doch einfach die Inflation, die geht jetzt sowieso zurück und die geht demnächst wahrscheinlich noch viel stärker zurück. Und es gibt da auch positive Entwicklungen bei der Inflation. Die Energiepreise zum Beispiel, Öl, Gas, die sind gefallen. Die kooperieren also sozusagen. Die Lieferketten kooperieren auch, das ist auch besser geworden. Was aber noch nicht so kooperiert in den USA, das ist zum Beispiel der Immobilienmarkt, die Transaktionen, die sind zurückgegangen, aber noch nicht die Preise und die Mieten. Und was überhaupt nicht kooperiert, das ist der Arbeitsmarkt. Der ist nämlich immer noch in einer extrem guten Verfassung und die Regierung, die kooperiert auch nicht im geringsten. Die Fed versucht, Liquidität aus dem System rauszunehmen, rauszuziehen und die Regierung pumpt dann aber wieder massiv Geld rein und sie nennt das Ganze dann auch noch den Inflation Reduction Act. Und natürlich hat auch der Aktienmarkt nicht kooperiert die letzten Monate. Aber haben nicht trotzdem diejenigen recht, die sagen, die Fed muss diesen Zinsanstieg jetzt stoppen, weil wir ja in systemische Krisen reinrasen jetzt. Die haben natürlich auch irgendwie recht und es ist auch nicht die erste Krise jetzt durch steigende Zinsen. Wir erinnern uns, Großbritannien im Herbst, da wäre beinahe das Pensionskassensystem so schnell mal in sich zusammengebrochen. Oder Italien letztes Jahr, Panik und Shortseller-Angriffe auf italienische Bonds, weil man Angst gehabt hat, wenn in Europa die Zinsen steigen, dann packt Italien das nicht mehr. Dabei war der Leitzins damals erst bei 0,5% in der Eurozone, jetzt ist er bei 3,5%. Aber interessanterweise, es hat sich trotzdem beruhigt. Das hier ist aus der Financial Times, der Renditeabstand zwischen italienischen Anleihen und deutschen Anleihen mit jeweils 10 Jahren Laufzeit. Der Abstand hat sich stark verringert, wieder im Sommer. Ich traue da dem Frieden nicht so ganz, das kann uns schon auch nochmal einholen, das Thema. Aber der Renditeabstand ist gefallen, weil die Regierung Meloni vielleicht doch nicht so undiszipliniert ist in der Haushaltspolitik, aber natürlich auch, weil die EZB sofort gleich wieder eingesprungen ist mit einem Kaufprogramm. Und in Großbritannien, da hat auch die Bank of England Geld reingepumpt für die Pensionsfonds. Und in den USA jetzt werden auch die Banken gerettet durch eine komplette staatliche Einlagengarantie und natürlich auch wieder durch die Fed mit ihrem Bank Term Funding Program. Sie vergibt also an die Banken Kredite jetzt und als Sicherheit nimmt sie die Staatsanleihen, mit denen die Banken ein Problem haben gerade, und zwar zum Nennwert, also zu 100%. Die US-Banken können ab jetzt völlig risikolos Staatsanleihen kaufen. Es ist eine unglaubliche Marktverzerrung, aber es sagt uns auch noch was anderes. Das waren jetzt nämlich 3 potenziell systemische Krisen schon und das alles nur durch steigende Zinsen bei Staatsanleihen, was ja eigentlich eine ganz normale Sache sein sollte in einem Straffungszyklus. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit der Finanzkrise 2008, da muss man ja sagen, da haben die Banken wenigstens noch richtige Probleme gehabt mit dem Immobilienmarkt und mit ihren Hypothekenanleihen und so weiter.
Aber wenn jetzt noch nicht mal mehr die Staatsanleihenzinsen steigen dürfen, ohne dass alles zusammenbricht, dann ist das eigentlich das Ende der Geldpolitik. Eine seriöse Geldpolitik ist dann eigentlich nicht mehr möglich. Und das sagt uns schon viel drüber, wo wir gerade stehen. Und dass es so sein könnte, das ist aber ein Eindruck, den die Fed jetzt nicht erwecken sollte. Und ich hoffe auch sehr, sie tut das auch nicht. Das ist nochmal der Dow Jones Index, diesmal das letzte halbe Jahr und zusätzlich noch Gold in Orange. Die haben sich ziemlich gleich entwickelt die meiste Zeit jetzt, einfach durch die Hoffnung, dass die Leitzinserhöhungen, dass es damit bald vorbei ist. Und das Interessante ist aber ab Anfang März jetzt, da sind sie plötzlich gegenläufig. Gold zieht hoch auf ein neues Jahreshoch übrigens und der Aktienmarkt rauscht ab. Und ich glaube nicht, dass das jetzt einfach nur die Flucht ist ins Krisenmetall Gold, das vielleicht auch, aber meiner Meinung nach geht es hauptsächlich darum, die Goldanleger sind überzeugt davon, die Fed hört auf damit, die Geldpolitik zu straffen. Und nicht nur das, sondern sie hört auf damit, obwohl sie weiß, dass es von der Inflationsseite her falsch ist. Das ist das Szenario für Gold. Hätten wir einen krisenlosen, sanften Rückgang der Inflation, dann wäre das wahrscheinlich eher ein Aktienszenario. Aber wenn die Fed sich jetzt dazu zwingen lässt, dass sie die Zinsen senkt, obwohl sie das nicht sollte, dann ist Gold wahrscheinlich der große Outperformer. Ob es so kommt, ist die andere Frage. Ich kann mir nämlich auch eine andere Art von Geldpolitik jetzt vorstellen, die relativ seltsam ist, aber die sich trotzdem schon abzeichnet jetzt. Dass nämlich auf der einen Seite beim Leitzins die Inflationsbekämpfung weitergeht und dass aber auf der anderen Seite hintenrum sozusagen massiv Geld reingepumpt wieder überall da, wo es eben brennt. Und dass morgen eben auch der Leitzins trotzdem nochmal angehoben wird, zumindest leicht, so wie das viele auch erwarten, was jetzt für Aktien und für Gold kurzfristig möglicherweise nicht besonders gut ist. Es wird aber auf jeden Fall morgen sehr, sehr interessant, weil morgen kommt es zum Spruch. Bis jetzt war ja alles okay und die Fed hat auch viel Lob bekommen für ihre Inflationsbekämpfung. Aber jetzt ist die Krise eben da. Der Druck kommt jetzt von allen Seiten. Aus dem Finanzsektor sowieso, bestes Beispiel Katie Wood. Die Fed ist schuld am Bankenbeben. Klar, die Fed soll jetzt natürlich wieder die Technologieaktien hochbringen. Dafür ist sie ja eigentlich da. Aber natürlich auch der politische und der gesellschaftliche Druck wächst. Hier ist ein Artikel von Fortune. Jerome Powell vor 2 Wochen vor dem Bankenausschuss des amerikanischen Senats. Da muss er sich ja immer wieder rechtfertigen. Und er sieht da auch auf dem Bild zumindest nicht mehr ganz so zufrieden aus, weil er zum Beispiel von Elizabeth Warren von den Demokraten gefragt worden ist, was er denn den 2 Millionen hart arbeitenden Leuten, von denen er ja will, dass sie jetzt entlassen werden sollen, was er denen direkt ins Gesicht sagen würde und solche Dinge. Es spitzt sich jetzt also schon zu, wenn von allen Seiten die Krisenmeldungen auf einen reinprasseln, dann ist Inflationsbekämpfung eben nicht mehr so einfach. Und es gibt aber natürlich nicht nur Aktien und Gold, in die man investieren kann. Es gibt ja auch noch Anleihen. Und ich gehe aus etlichen Gesprächen davon aus, dass viele Privatanleger keine Anleihen haben oder nur wenig Anleihen haben. Es war ja auch sehr lang uninteressant. Aber da haben sich die Zeiten inzwischen tatsächlich geändert. Anleihen werfen jetzt eben wieder Zinsen ab und dadurch sind sie auch langsam wieder interessant. Speziell dann, wenn die Fed die US-Wirtschaft jetzt wirklich in die Krise runterdrücken sollte. US-Anleihen sollte man also langsam ein Auge drauf haben und viele aus den Emerging Markets, viele Anleihen sind inzwischen auch interessant. Und da erinnere ich auch gleich nochmal an unseren nächsten Zukunftsmärkte-Report, wo es darum geht, wie war das eigentlich alles in der Finanzkrise 2008, als eigentlich ja vermeintlich alles eingebrochen ist? Was ist damals nicht gefallen? Womit hat man damals sein Geld noch schützen können als Anleger?
Und die Reports von uns sind gratis. Dieser geht morgen raus. Also denken Sie dran, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, dass Sie sich noch eintragen dafür auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter diesem Video. Jerome Powell. Ich habe das Horrorfilmplakat von 10x Trading nochmal leicht abgeändert. Der schrecklichste Film aller Zeiten kehrt zurück in einer Version, wie Sie sie noch nie gesehen haben. Hoffentlich ist es nicht das Motto für das laufende Börsenjahr. Aber ja, er ist Exorzist. Das System ist befallen von Inflation und er muss sie jetzt austreiben wieder. Das ist sein Job oder es sollte zumindest sein Job sein. Das macht ihn natürlich für die Börse gerade zu einer Horrorgestalt. Aber auch wenn es die Börsen jetzt kurzfristig vielleicht belastet, mittelfristig ist es auch für die Börsen besser, wenn er das jetzt durchziehen würde. Weil wenn wir eins nicht brauchen als Anleger, dann eine Inflation, die nur halbherzig bekämpft wird, die sich womöglich auch festfrisst dann und die man dann wirklich jahrelang nicht mehr runterkriegt. Und darum ist es wirklich sehr, sehr wichtig, was er morgen dann tut und vor allem auch, was er sagt, so als Ausblick. Man darf da sehr gespannt sein. Denken Sie dran, dass Sie sich noch unsere gratis Zukunftsmärkte-Reports holen auf www.zukunfts-märkte.de und denken Sie natürlich auch noch an Ihr Kanalabo. Sonst heißt es hier in Zukunft Zinsarmageddon, Paul der Vollstrecker, der Todesengel der Börsen. Morgen stirbt das globale Finanzsystem. Weltuntergang war schon immer ein hartes Geschäft. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.